Christoph, nun hat Erdogan sich erneut als Vermittler angeboten, aber er hat eine Abfuhr von Wladimir Putin bekommen. Warum? Ja, tatsächlich scheint der türkische Präsident angeboten zu haben, im Ukraine-Krieg als Vermittler aufzutreten. Und er scheint da von Putin ein Nein bekommen zu haben. Zumindest habe ich so den Sprecher des russischen Präsidenten Dmitri Peskow verstanden. Ich denke, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass das Ganze zusammenhängt mit einer enormen Ambivalenz, die es gibt im russisch-türkischen Verhältnis. Auf der einen Seite brauchen die Russen die Türken, um Sanktionen zu umgehen. Es sind auch extrem viele russische Touristen in der Türkei, damit verdienen wiederum die Türken enormes Geld. Aber auf der anderen Seite sieht man hier eben Erdogan als einen Mann, der ein doppeltes Spiel spielt, der nicht wirklich neutral ist und auch mit den Ukrainern Geschäfte macht. Und das stößt Putin natürlich extrem unangenehm auf. Also wir erinnern uns alle an die türkischen Drohnen, die Ukrainer einsetzen und vor allem zu Beginn des Krieges eingesetzt haben, die Bayraktar, nur ein Beispiel. Also Putin traut Erdogan nur begrenzt.